Bitte Fenster runter, oh, jetzt dürfen Sie aufmachen. Oh, da hab ich dich ins Gefängnis! Wie schafft es die Polizei, Verbrechen zu verhindern und sich dabei selbst zu schützen? Wie werden junge Polizisten darauf vorbereitet? Mein Tag bei der Polizeiausbildung startet jetzt. Und zwar hier im Ausbildungszentrum der Bundespolizei in Swisttal. Hier werden zurzeit rund 400 Polizei-Azubis auf ihren Job vorbereitet. Ihre Ausbildung dauert bis zu 3 Jahre. Später werden sie vor allem an Grenzen, Bahnhöfen und Flughäfen eingesetzt. Und genau für diese Bereiche werden sie hier auch geschult. Im nachgebauten Sicherheitsbereich eines Flughafens wird zum Beispiel trainiert, wie man mit aggressiven Fluggästen umgeht. Wir haben hier einen Konflikt, also einen Streit zwischen Personen. Und unsere oder eure Aufgabe ist es, diesen Streit zu lösen mit dem Gespräch und mit Stimme. Aha, genau. Wir sollen nur reden. Genau, mit reden. Okay. Auch wenn es jetzt vor allem ums Reden geht, zeigt mir Oliver noch, wie ich im Einsatz richtig stehe. Einen Fuß vorne, einen hinten, für einen festen Stand. Außerdem wichtig, 2 Armlängen Abstand zum Gegenüber, zur eigenen Sicherheit. Bei einer Gepäckkontrolle wird ein Messer gefunden. Es gibt Ärger. Der Besitzer sieht nicht ein, dass er damit nicht fliegen darf und regt sich furchtbar auf. Jetzt sind Alina und ich gefragt. Was gibt's denn hier für ein Problem jetzt gerade? Das ist ein Geschenk von meinem Vater und das werde ich mit Sicherheit nicht irgendwo hinwerfen. Bleiben Sie ganz ruhig. Ich kann nicht ruhig bleiben, ja, weil er mich schon vorher aufgeregt hat. Warum soll ich denn jetzt so ruhig bleiben? Wir wollen die Situation klären, müssen wir ruhig miteinander reden. Ja. Leider ist es nur so, dass wir Waffen an Bord komplett vermeiden müssen. Also Sie können es behalten, dann müssen Sie hier bleiben oder Sie fliegen mit und wir behalten das Messer. Wir lösen das Problem. Alina, das siehst du auch so, ne? Du könntest ihn ja noch fragen, ob er vielleicht hier noch Bekannte im Flughafengebäude hat. Haben Sie noch Bekannte, Verwandte, jemand, der Sie hier abgesetzt hat? Ich könnte noch versuchen, meine Frau zu erreichen, ja? Dann können Sie das Messer Ihrer Frau geben und können den Flug sogar noch nehmen. Ich habe echt ein bisschen Herzklopfen, muss ich mal sagen, ne? Obwohl das ja nur eine Übungssituation ist, ne? Aber ist so realistisch alles mit den Klamotten hier, mit den Gerätschaften? Sehr gut fand ich, dass du die Hilfe gesucht hast. Ja? Du bist kommunikativ in der Sackgasse gekommen, ja? Und hast dir Hilfe bei Alina gesucht. Ja, und so habt ihr gemeinsam die Geschichte gelöst. Puh, super. Also hat geklappt, aber reden reicht leider nicht immer. Als Polizist muss ich mich verteidigen und Angriffe abwehren können. So, Sie haben Widerstand geleistet, ich werde Sie fesseln. Hören Sie auf, sich zu wehren, sonst muss ich Ihnen wehtun. Nee, jetzt höre ich doch mal lieber auf. Und aufstehen. So, und jetzt, weil Sie sich gewehrt haben, gehen wir zur Wache. Keine Chance rauszukommen. Ja. Als ich angefangen habe, mich zu wehren, hast du mir den Arm mal ganz schön nach oben gedrückt. Ne? Das ist dann in dem Moment der Move, den du machen kannst, genau, damit der andere aufhört, weil es tut einfach extrem weh. Genau. Evi und Alina zeigen mir noch mal ganz langsam den genauen Ablauf. Jeder Handgriff muss genau sitzen. Der Festgenommene soll dabei nicht verletzt werden. Es sind schon viele Bewegungsabläufe, ne, die man sich da merken muss. Also, Schwinger links, rechts, so, rum und du hast direkt genau, hinten. Und das Knie rein. Knie rein, zurückgehen. Wehrt sich der Festgenommene, kommen die Handschellen zum Einsatz. Durchsuchen von Verdächtigen gehört natürlich auch zur Polizeiarbeit und das lasse ich gerade hier bei mich ergehen. Was macht ihr denn jetzt gerade? Nach was sucht ihr? Wir suchen jetzt nach Papieren von dir und nach gefährlichen Gegenständen, die uns verletzen können oder ähnliches. Wenn ich jetzt echt was im Schilde führen würde, würde ich mich ja vielleicht auch mal wehren. Dann, ja. Würden wir dich festnehmen. Hätte sich diese Frage auch geklärt. Nicht schon wieder. Wir nehmen Sie jetzt mit zur Dienststelle. Ja, das habe ich befürchtet. Also lang zögern ist da nicht, ne? Ihr macht da sofort kurz einen Prozess. Einmal zu lange zögern könnte die Polizei in Lebensgefahr bringen. Ist schon vorher klar, dass die Situation brenzlig werden könnte, kommt die Schutzausrüstung zum Einsatz. Ich weiß nur, im Zug gibt's Stress und ich soll gleich mit Hilfe der Kollegen die Situation irgendwie entschärfen. So, was ist denn hier los? Gut, dass Sie kommen. Ich habe Sie angerufen. Ja? Ich habe da Stress im Zug. Da sind 2 Fußballfans, die prügeln sich. Der eine hat dem anderen ins Gesicht geschlagen. Okay, wir gucken uns das mal an. Sie kommen mit rein, bleiben hinter uns. Wir gehen direkt rein. Hey, 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 was ist hier los? Hey! Die Prügelei ist zwar nur gespielt, aber es geht trotzdem zur Sache. Zurück!
zurück. Ja, Sie gehen zurück. Gehen Sie hier rein, setzen sich da rein. Einmal reinsetzen. Mann, so. Ich nehme mich nur was, auf hier. Was machen wir jetzt? Können Sie sich ausweisen? Papiere, genau. Haben Sie Ihre Ausweispapiere dabei? Zeigen Sie mal bitte Ihre Papiere. Ich habe keine Papiere dabei. Gehen wir raus, alles klar. Wir nehmen ihn mit raus. Einmal rumdrehen, raus, raus, raus. So, Beine auseinander und die Hände an die Wand. Genauso, sehr gut. Am besten du sicherst ihn. So, ich komme jetzt zu Ihnen und fange an, Sie zu durchsuchen. Ja. So, hier ist nichts. Komm rüber. Wie sieht's hier aus? Hey, 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 hey. So, Sie haben sich jetzt gerade gewehrt. Deswegen werden wir Ihnen Handschellen anlegen. Ja, okay, danke. Reicht mir. Reicht? Ey, Mann, okay, ey. So. Mal wieder. Das ist mit dem ganzen Zeug, was man anhat, ist das total schwer, das alles zu koordinieren. Handschellen, Handschuhe, Helm. So, genau, du wirst wieder befreit. Bist ja in Wahrheit ein ganz Lieber, ne? Muss man vielleicht nochmal sagen. War jetzt nur ein Training. Olli. Okay, wie hast du dich gefühlt? Ich finde, dadurch, dass es so laut war und dass so viel um einen herum passiert, vergisst man ganz schnell, dass es eine Übung ist. Ne? Es geht sofort, Herzklopfen und man ist sehr, sehr angespannt. Ziel war hier, dich unter Stress zu setzen, um dir auch einfach mal zu zeigen, wie schwierig es ist, unter Stress die Dinge abzurufen, die du gelernt hast. Also mich unter Stress setzen, das ist euch auf jeden Fall gelungen. Ja? Das war schon mal nicht so ohne, aber es kann noch gefährlicher werden. Die Polizeischüler trainieren regelmäßig auf der Schießanlage. Geschossen wird hier mit echten Waffen und scharfer Munition. Immer an der Seite der Schüler sind die Ausbilder, die jeden Handgriff kontrollieren und verbessern. Beim Schießtraining geht es nicht nur darum, genau zu treffen. Genauso wichtig ist ein sicherer Umgang mit der Waffe, damit die Polizisten später im Einsatz weder sich selbst noch andere unnötig gefährden. Okay. Das ist natürlich ein Ding, das kann mit einem Schuss jemanden töten. Ist so. Das ist richtig. Denkt ihr bei diesem Training daran, dass es eventuell darum geht, Menschen damit vielleicht sogar zu töten? Also die Gefährlichkeit der Waffe ist allen bewusst, aber es geht nicht darum, wir müssen Menschen töten. Aha. Es geht wirklich darum, ich brauche die Waffe, um eine Gefahr für mich selbst als Polizist oder auch für andere Menschen abzuwehren. Sag mal ein Beispiel, wenn du jetzt in einem Einsatz bist, was müsste passieren, ich bin jetzt der Verbrecher, was müsste passieren, dass du deine Waffe ziehst? Beispiel, du ziehst ein Messer und willst mich erstechen. Dann kann ich ja meine Waffe ziehen, rausgehen und sagen, Sie erschießen mich nicht. Legen Sie das Messer weg. Ja. Echt? Legen Sie das Messer weg oder ich schieße. Echt? Nur ein Messer und da fängst du schon an, die Waffe zu ziehen? Klar. Ja, mit dem Messer erstechen, Blutverlust, sofort tot, das ist auch nicht gut. Und in dem Moment verteidigst du dich selbst. Es geht um dein Leib und dein Leben. Das würden wir auch für andere Menschen machen. Dafür sind wir Polizisten geworden und da müssen wir aufpassen. Und weil ihr alle gut aufpassen, trainiere ich natürlich nicht an der scharfen Waffe, sondern wie alle Anfänger mit dieser Laserpistole. Der unsichtbare Laserstrahl kommt vorne aus der Waffe und wird im Ziel elektronisch erkannt. Für die nächste Übung bekomme ich Oliver als Partner an die Seite. Wir arbeiten jetzt wieder im Team. Ihr werdet zu einem vermeintlichen Einbruch gerufen und würdet da nach dem Rechten schauen. Okay. Es ist ein Video, das heißt, da wird was passieren und du musst in Sekundenschnelle entscheiden, was du machst. Gut, wir wissen nicht, was uns erwartet. Irgendwie vielleicht ein Einbruch. Dann gehen wir da jetzt mal hin, zu zweit. Ja? So. Ah, da sehen wir jemanden, der da rumschraubt. Da sage ich, hallo, wir sind von der Bundespolizei. Drehen Sie sich bitte sofort rum. Mist, die Polizei verschwindet. Sonst werdet ihr hier meine Eisenstange zu spüren bekommen. Legen Sie sofort die Waffe weg. Nichts gibt's. Waffe weg, sonst machen wir von der Schusswaffe Gebrauch. Oh mein Gott, okay, komm, ich gebe auf. So, jetzt hat er sie weggelegt, jetzt schieße ich ja nicht, ne? Stellen Sie sich an die Wand, Beine breit, Hände an die Wand. Und das ist eine sichere Situation, oder? So, dann kann ich die wegpacken. Ich habe mich jetzt in diesem Moment nicht dafür entschieden, zu schießen. So in dieser kleinen Millisekunde, obwohl das alles so schnell ging, weil er nicht auf mich zugerannt ist. Ja, das war dein richtiges Bauchgefühl. Er hat die Waffe weggelegt. Das heißt, die rechtlichen Voraussetzungen für den Schusswaffengebrauch wären nicht mehr vorhanden. Mhm. Und insofern hast du richtig reagiert und hast dich für das Nichtschießen entschieden. Also gehört bei euch zum Schießtraining eigentlich das Nichtschießen genauso dazu, ne? Genau. Gut, dann habe ich diese Situation richtig entschärft, aber jetzt wird es nochmal ernst für mich. Denn ich muss jetzt zeigen, was ich gelernt habe. Wir machen nochmal eine Übungssituation, quasi meine Abschlussprüfung. Oliver, was wird jetzt passieren? Ja, es geht hier um die Überwachung des grenzüberschreitenden Verkehrs. Und dabei sollt ihr beide gleich ein Fahrzeug anhalten und den Fahrer seine Ausweispapiere kontrollieren. Die Papiere kontrollieren, alles klar. Wir sind natürlich wieder im Doppelpack, ja, wie immer. Du passt auf mich auf. Mach ich. Ja, versprochen? Versprochen. Gut, ich passe auf dich auf. Und dann legen wir los.
Die Prüfung beginnt. Bitte Fenster runter einmal. Guten Tag. Was ist los? Wir sind von der Bundespolizei. Wir würden bitte gerne mal Ihre Ausweispapiere sehen. Ja, die habe ich im Kofferraum. Gut. Dann, wie mache ich das? Gehe ich zurück jetzt mit ihm. Ne? Holen Sie die bitte mal raus. Ah, Mann, laufen Sie bitte langsam. Langsam aussteigen. So, jetzt ganz langsam die Papiere mal holen. Kann ich jetzt aufmachen oder was? Jetzt dürfen Sie aufmachen. Ist eine Routinekontrolle. Dann ist das auch schnell vorbei. Oh, da bin ich ins Gefängnis. Lassen Sie die Waffe fallen auf den Boden. Was mache ich jetzt? Geht fesseln, oder? Genau. Bleiben Sie genauso liegen. Ich komme jetzt zu Ihnen. Nicht bewegen, ja? Bitte wehren Sie sich nicht. Ich lege Ihnen jetzt Handschellen an. Sie haben uns mit einer Waffe bedroht. Deswegen fessel ich Sie. Andere Arm auf den Rücken. So. Alina, der ist gefesselt. Jetzt aufheben. Was machen wir umdrehen jetzt, ne? Gereicht. Situation entschärft. Mensch, das war jetzt aber echt nochmal eine Überraschung, ja? Der hat uns ja direkt angegriffen. Ja, ich muss mal sagen, habt ihr aber prima gemacht, ganz toll gelöst. Ihr habt super reagiert, ihn sofort zu Boden gesprochen. Also ich muss sagen, insgesamt habt ihr die Übung gut bestanden. Im Endeffekt Situation entschärft, ne? Und der würde jetzt abgeführt und würde mit aufs Revier kommen. Ja. Du hast ja noch ein bisschen Ausbildung vor dir. Also noch viele von diesen Situationen wahrscheinlich. Genau. Wünsche ich dir alles Gute. Vielen Dank. Dass du gut durchkommst. Meine Ausbildung endet ja heute und ich habe jetzt allein schon in diesen Übungssituationen gesehen, ja, Polizisten begeben sich immer wieder selbst in Gefahr und dann müssen sie blitzschnell Entscheidungen treffen. Und da geht es gar nicht darum, Gewalt anzuwenden oder sofort die Waffe zu ziehen. Nee, es müssen kluge Entscheidungen getroffen werden, um Gefahren zu vermeiden und sich dadurch als Polizist selbst zu schützen und eben auch andere zu schützen.